Hallo, hier ist Justus vom Kaimiloa-Kanal. Kaimiloa heißt ja hinter fernen Horizonten, die Reise zum Horizont, die niemals aufhört. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um den letzten Teil meiner Jakobsweg mit dem Fahrradtour. Es geht durch Spanien, von Burgos bis nach Santiago de Compostela. Wenn euch der Film gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder bei meinem nächsten Film dabei seid. Die Reise geht weiter. Nach Burgos verläuft sie, auch für Fahrradfahrer, weitgehend auf dem Jakobsweg. Immer wieder geht es durch kleine spanische Dörfer mit ihren typischen Steinhäusern. Es fällt auf, dass in den Dörfern die Wege meist neuwertig sind. Mit den Wasserrinnen in der Mitte muss man als Fahrradfahrer allerdings gut aufpassen. Geschafft, 12% Steigung. Irgendwie bin ich total ergriffen, dass ich so weit gekommen bin. Es ist einfach schön, diese Reise zu machen. Hito del Camino de Santiago en el Alto de Mostelares. Was für ein Name für diesen Ort. Es ist ein echter Hit, hier angekommen zu sein. Noch dazu mit dem Fahrrad aus Deutschland. Hier oben haben Pilger im Laufe der vergangenen Jahrhunderte immer wieder Symbole ihres Lebens liegen lassen. Manche sogar mit beschrifteten Kacheln oder Steinen. Man kann über diesen Pass gehen und so manche Last des Lebens liegen lassen. Es wird leichter, weiterzugehen, ohne all die Probleme und Sorgen, die einen bisher geplagt haben. So fahre auch ich leicht und beschwingt weiter. Die Ernte wird eingebracht, einer der wichtigsten Momente in der Landwirtschaft und auch im Leben. Wir werden alle älter. Anfangs strotzen wir nur so vor Kraft, später legen wir mehr Wert auf Beständigkeit und Qualität. Wir bringen die Ernte des Lebens ein. Welch ein Glück ich heute habe. Ich durfte doch über 2000 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, um diesen Reißnagel im Nirgendwo zu treffen und die unplattbaren Reifen zu plätten.
Die Puente de Itero wurde im 11. Jahrhundert gebaut und man kann auf ihr immer noch den Rio Pisuerga überqueren. Sie bildet die Provinzgrenze zwischen Burgos und Kastilien-León. Nach 70 Kilometer ist Akkuwechsel angesagt. Es ging rauf und runter. Es wird langsam richtig heiß, höllisch heiß. Hier geht der Camino. Das wäre für mich tödlich. Da vorne ist die Straße und die werde ich weitergehen. Bis Rabanal sind es jetzt noch 2 Kilometer und dann geht es den Pass hoch. Und dann geht es 25 Kilometer nach unten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber den Pass brauchen wir, den Akku schon nochmal. Gerade ist an mir einer vorbei mit Hänger. Ohne Akku. Der wird es ganz schön schwer tun bei der Hitze den Pass hoch. So, jetzt ist der Akku lose. Übrigens, der leere Akku ist nicht leichter wie der volle Akku. Die sind beide gleich schwer, ca. 5 Kilo. Ja, dann packen wir sie da unten rein. Dann da oben drauf. Und dann muss man so lang drücken, bis es richtig rastet. Habt ihr das gehört? Weil ansonsten kann der Akku runterfallen und das wäre nicht gut. So, jetzt springt es gleich auf voll. Seht ihr, genau 70 Kilometer. Der Schlüssel ist bei mir ganz nett versteckt. Hier unter der Muschel ist eine Tasche und da kann man es wunderbar reinpacken. Now, you make the break. Okay, it's a hard trip today. Every time up. So sieht das Hinterland von Spanien aus. Extrem trocken hier. Extrem heiß zur Mittagszeit. Wir kommen höher und höher. Hier hat es jetzt schon blühende Erika. Und die Aussicht ist fantastisch. Noch 5 Kilometer bis zum Pass. Die Sonne brotzelt, auf Schwäbisch gesagt. Ich glaube, ich bin oben.
geht es jetzt gerade mal wieder bergab. Soll glaube ein Stück bergab gehen und dann nochmal bergauf. Dann ist der Pass betrunken. Herrlich. Eine lange Abfahrt steht vor mir, 25 Kilometer nur bergab. Ja, zu mehr reicht es nicht. Ich habe Frosch im Hals, zu wenig getrunken. Ich glaube, muss nachher noch trinken. Wie schön im Morgenlicht. Der nächste Pass ruft. Wohl der letzte Pass jetzt vor Santiago. So, die Landstraße schlängelt sich unter der Autobahn durch, einen Fluss entlang. Der letzte steile Anstieg. Hier haben wir so ungefähr 10%. Das erste Mal auf der Tour Nebel. Er verhüllt die Schönheit der Landschaft, ist mystisch und nieselig zugleich. Er lichtet sich nach und nach. Die Sonne verdrängt seine Existenz. Auch ein Sinnbild für ein Leben im Nebel. Wenn wir die Sonne suchen, können wir darauf vertrauen, dass er wieder verschwindet. Früher oder später. Aber er verschwindet. Ja, mein letzter Tag auf dem Weg nach Santiago. Es sind noch 50 Kilometer, 48 Kilometer. Ich möchte diesen Weg auf jeden Fall auf dem Original-Jakobsweg fahren und bin jetzt eigentlich schon ganz gerührt, dass ich es geschafft habe, bisher her mit dem Fahrrad zu fahren. Welche Eindrücke? Ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Es war so unterschiedlich alles. Deutschland, Frankreich, die Woche mit meiner Frau. Es war eine schöne Zeit. Dann in Saint-Jacques-Pierre-de-Port diese riesen Passüberschreitung. Und dann war ich sehr erstaunt, dass es doch sehr bergig ist und sehr anstrengend. Ja, aber irgendwie kommt man in eine Routine hinein. Ich weiß gar nicht, was ich morgen früh mache, wenn ich nicht morgens um 6 aufstehe, meine Sachen packe, um 6:30, 7 losfahre. Die Wegsuche, auch nicht immer ganz einfach, weil man kann wirklich nicht überall den Jakobsweg mit dem Fahrrad fahren. Es ist einfach zu steinig, zu bergig, zu, ja, teilweise Hochgebirgspfade. Und da hat man mit dem Fahrrad keine Chance. Dann die vielen Probleme, die ich immer wieder unterwegs lösen musste. Hat sich die Narbe am Hinterrad gelöst. War das gemacht, ein paar hundert Kilometer danach war eine Speiche gebrochen. Ich musste den Fahrrad laden. Die haben mir geholfen und haben gesagt, dass das von der losen Narbe kam. Das ganze Paket, die Ritzel, die Gangschaltung war lose und hat gearbeitet und hat die Speichen beschädigt. So mussten 4 Speichen komplett ausgewechselt werden. Der Jakobsweg hat etwas Religiöses, was Geistiges an sich. Und ihn zu fahren eröffnet neue Horizonte.
Wie gesagt, ich bin gerührt und freue mich jetzt heute auf Santiago de Compostela, auf das Einlaufen dort. Werd mir Zeit lassen, es sind ja nur 50 Kilometer in Anführungsstrichen. Und eigentlich nicht so weit. Normal waren meine Tagesetmale, meine Tagesabschnitte 50 bis 100 Kilometer, auch mal 120 Kilometer. Aber das Mittel war bei 70 und mit diesem Mittel bin ich gut klargekommen. Ich bin dankbar Gott, dass er mich bewahrt hat auf dem Weg. Es gab viele schwierige Situationen, die mit dem Schäferhund, der sich wohl losgerissen hatte und mir wirklich beim Höchstspeed bestimmt einen Kilometer hinterhergerannt ist. Ich weiß nicht, was er mir getan hätte, er sah nicht sehr friedlich aus. Auch das andere Mal, wo zwei große, riesengroße Hunde plötzlich aus dem Gebüsch herauskamen und mich auch verfolgten, da ging es zum Glück abwärts und ich konnte Gas geben und da hatten die keine Chance. Aber das Adrenalin steigt natürlich, wenn man da verfolgt wird. Ansonsten, Kriminalität war überhaupt kein Thema, auch in den Herbergen. Irgendwie wurde ich immer lockerer. Ja, nun gehen wir weiter Richtung Compostela. Durch die Eukalyptuswälder, da möchte ich euch auch noch ein kleines Stück berichten. Das ist sehr schön, es riecht sehr gut und man wird wieder gesund, wenn man krank ist. Aber ich bin nicht krank. Wieder ein Eukalyptuswald. Hier sind diese Silberblatt-Eukalyptus vermutlich. Wenn man da ein Blatt abreißt und in den Händen reibt. Oh, das riecht nach Eukalyptus, man glaubt es nicht. Das riecht richtig gut. Oh, ganz nebenbei, hier ist die erste Brombeere reif. Buen camino. Oder fahre ich doch lieber wieder zurück? Pause im Eukalyptuswald. 30 Meter hohe Eukalyptusbäume. Es riecht die ganze Luft nach Eukalyptus. Und was haben wir hier? Noch ein Stück Käse, noch ein Stück Baguette und noch eine Wildschweinsalami. Besser kann es einem nicht gehen. Da drüben ist der Flughafen von Santiago de Compostela, den umfahren wir gerade auf dem Jakob. Die Zivilisation hat uns wieder. Jetzt geht es entlang der Autobahn. Mal gespannt, wie weit.
wo der letzte sehr steile Anstieg vor Santiago. Sowas kann gefährlich sein, wenn man mit 50 irgendwo runterkommt, einen getierten Weg, und plötzlich hat es ein riesen Schlagloch. Camino. Ja, so geht's rein. Dann geht es plötzlich um eine Ecke und man steht plötzlich vor der Kathedrale de Santiago de Compostela. Was für ein Anblick und leider was für eine Baustelle. Irgendwie kann ich gar nicht begreifen, dass ich angekommen bin. Doch ich bin angekommen, habe es geschafft, hier in Santiago und auch im Leben. Ich setze mich wie ein paar andere Pilger einfach neben mein Fahrrad, schaue auf die Kathedrale und bin einfach nur dankbar. Dankbar für die Zeit unterwegs zu sein. Dankbar für die Bewahrung, gesund hier angekommen zu sein. Dankbar für mein bisheriges Leben. Dankbar für die vielen Erkenntnisse auf dem Weg. Dankbar für die Menschen, die es mir ermöglicht haben, unterwegs zu sein. Dankbar, dankbar, dankbar. Ich gehe noch in die Kathedrale. Das Jakobsgrab ist leider komplett im Umbau begriffen und komplett verhüllt. Wie schade, ich hätte gerne für seine ursprünglichen Wege gedankt. 2 Tage bleibe ich noch hier, gehe zur Pilgermesse, zum Pilgerbüro und bekomme ohne Probleme die Compostela. Auf die unzähligen Stempel auf meinem Pilgerpass kommt noch der letzte Stempel. Der Pass war viel zu klein und so sind viele Stempel einfach übereinander platziert worden. Das finde ich symbolisch für die Erinnerung an eine Reise. Es sind so viele Eindrücke, dass man sie übereinander in seinem Kopf speichern muss. Manchmal blitzt der eine, manchmal der andere Eindruck wieder auf. Der Schnitt des Videos hat mir geholfen, mich an vieles wieder zu erinnern, es hervorzukramen und doch, es ist bei weitem nicht alles, was ich mitgenommen habe. Mein YouTube-Kanal heißt ja Caimiloa, was so viel bedeutet wie hinter fernen Horizonten oder die Reise zum Horizont, wo man ja nie ankommt. Deshalb ist der Weg zum Horizont das Leben und man sollte dabei jeden Schritt bewusst gehen.